Ja, sehr geehrte Damen und Herren, Herr Minister, ja, es sind jetzt einige Gesetzesinitiativen, die wir letzte Woche im Wirtschaftsausschuss vordiskutiert haben. Wir werden auch bei den Gesetzesinitiativen entsprechend zustimmen. Es wird sich der Kollege Daimek auch ganz konkret um die Gewerbeordnung, die Änderung der Gewerbeordnung und das Abgaben- und das Bankwesengesetz hier auch sich einbringen. Ich möchte aber an der Stelle auch die Gelegenheit nutzen, zu sagen, dass es schade ist, dass wir den Mittelstandsbericht, der auch im Ausschuss diskutiert wurde, hier nicht diskutieren können. Möchte aber dennoch ein bisschen was über die österreichische Wirtschaftspolitik der Bundesregierung sagen. Das muss an dieser Stelle auch erlaubt sein und ist auch entsprechend wichtig. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, wir haben massive Probleme, was die Wirtschaftspolitik betrifft, vor allem was die kleineren und mittleren Unternehmen hier in Österreich betrifft. Ich möchte Ihnen einen ganz aktuellen Auszug, einen Artikel aus der Presse vom 4. Dezember nahelegen. Und zwar sagt er und sagt man dort auch als Überschrift, dass der Jobmotor Mittelstand stockt, Herr Minister. Auch, und das wissen Sie auch ganz genau, gibt es ja die sogenannte Julius-Raab-Stiftung, die der ÖVP nahesteht. Da gibt es den sogenannten Mittelstandsatlas. Und auch in diesem Mittelstandsatlas hat man festgestellt, dass gerade die kleineren und mittleren Unternehmen, die unser Rückgrat in der österreichischen Wirtschaftspolitik sind, ja, entsprechend Probleme haben. Und hier müssen wir natürlich entsprechend aufzeigen, was die großen Probleme dieser kleineren und mittleren Unternehmen sind. Das ist zum einen die Steuerlast, ja, unter die kleineren und mittleren Unternehmen leiden. Es ist zum anderen die Abgabenlast, das Stichwort Lohnnebenkosten, wo ja angeblich laut Bundesregierung die Talsohle, Originalzitat Peter Haubner, durchschritten ist. Also wir sind der Meinung, die Lohnnebenkosten müssen deutlich gesenkt werden, damit einmal die kleinere und mittlere Unternehmerschaft entsprechend durchatmen kann. Sie leiden unter der Bürokratie und auch unter einem entsprechenden Fachkräftemangel. Also hier den Fachkräftemangel mit mehr Zuwanderung entgegenzutreten, ist aus unserer Sicht der falsche Schritt. Es muss uns rasch gelingen, den Fachkräftemangel durch entsprechende Ausbildungs- und Bildungsinitiativen von jungen Menschen anzukurbeln, damit letztendlich die KMUs auch ja, nicht mehr unter diesem Fachkräftemangel leiden. Herr Minister, wir suchen Sie ja, vielleicht ein neues Mittelstands- oder Wirtschaftspaket in Erwägung zu ziehen. Wir haben Probleme und diese Probleme gehören aktiv angegangen und hier führt kein Weg dran vorbei. Klein- und Mittelbetriebe würden unter der Steuerlast leiden, so Christian Höbert von der FPÖ. Die Lohnnebenkosten müssten deutlich gesenkt werden, fordert er.